Yo, was geht? Da bin ich jetzt schon. Ich hoffe, bei dir ist alles klar. Gehen wir mal rein. Moment, das hier noch. Muss ich noch mal ganz kurz die Tür zumachen. Headset-Kabel lässt mich nicht so ultra weit gehen. So, dann zocken wir jetzt mal einen weg, wa? Digga, ich höre mich an wie ein verrosteter Dieselmotor. Ich rede so viel in letzter Zeit, ich habe auch richtig Halsschmerzen, Mann. Boah. Na, hoffentlich bin ich heute mal ein bisschen besser als gestern. Vorgestern. Aber mir bin ich echt schon ein bisschen unangenehm mit den Leuten. Aber der Fokus liegt ja auch mehr auf dem Reden und alles. Und einen geilen Stream zu haben, anstatt hier vom Gameplay her irgendwas Krankes zu erreichen. Und Raffi, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Boah. Ich hoffe, ich kann mir jetzt hier ein bisschen reden, damit ich gleich mich wieder ein bisschen besser anhöre. Vielleicht muss ich auch noch mal einen Schluck trinken. Nee, Focus Hunter habe ich noch nie gehört. To be honest. Mann, ey. Heute wird wieder longer gestreamt. Deswegen bin ich jetzt auch schon so früh da. Digga. Aber ich sag dir eins, Mann, ich habe heute extrem gute Laune. Digga, mich haben heute Morgen Nachrichten aus einem anderen Land erreicht. Da habe ich mich wieder gefreut. Digga, wollte ich da hin? Zu unserem freudigen Nachbarland, den Niederlanden. Digga, wenn ich so weitermache, werde ich noch zum Stegi 2.0 jetzt mal ohne Witz. Oh nein, Alter. Ja, natürlich von ihr. Ach, Junge. Business, Business. Was soll ich denn für Business da haben? Meinst du, ich mache einen Drogenschmuggel? Oh Mann, ey. Ach, Junge. Ach, Digga, Raffi. Das ist gemein. Mit sowas habe ich nichts am Hut. Boah, Alter, mein Hals, ey. Ach, Digga, ich bin mal gespannt, wie der YouTube-Stream läuft heute. Ich hoffe, dass der mal ein bisschen ruhiger wird, damit ich noch genug Kraft für Twitch habe.
Ach, Junge, ey. Der Tritt war scheiße. Aber ich dachte, ich müsste drauf. Och, Digga. Nicht nur, dass er mir die Position klaut, er fährt mir eiskalt auch noch rein dabei. Ah, fuck. Junge, da hat der Beikamera aber ganz schön lang ausgehabt, Mann. Das ist keiner tough hier. Man kommt mir nicht irgendwie nicht so richtig bei den Gegnern ans Tor. Diese Umdreher immer, ey. Nice. Hat die Demo doch was gebracht. Junge mit seinem grünen Merc. Ups. Ich war ein bisschen langsam. Ah ja, musste direkt aufgeben, Junge. Digga, als ob es auch meine Schuld so ist, ne? Dass der Ball so abgefälscht wird. Ach, Digga, was für ein Cake, weißt du? Selber kriegt er nur gerade so ein Tor hin, weil ich Demo und ihm so den Rücken frei halte und alles. Selber keine Ahnung. Maximal ein C1 oder so eine Scheiße. Ach, Digga. So toxisch, Mann. Ach, Broski. Das war's nicht. Ihr macht so. Das ist mein Fehler. Junge, doch nicht immer so ein Scheiß da, klatscht das irgendwo dagegen. Wie er noch ankommt, ey. Ach man. Moin Mel, was geht?
Ach, Digga, du Haufen Scheiße, Mann. Aber mich ankacken, ja. Ach, nur ein bisschen zocken. Also, Digga, der war echt nicht auf dem Boden. Der kommt irgendwie ein bisschen länger. Oh fuck. Zu früh. Hey. Oh Mann. Arg, nice. Ja gut, war ja meine Schuld, ne? Vor allem auch, dass er das Open Net einfach auf 2 Meter nicht getroffen hat. Junge, Junge, Junge. Naja, trotzdem, unabhängig davon müsste ich das eigentlich alleine gewinnen. Muss mal wieder ein bisschen Gas geben. Langsam wird mal wieder Zeit. Vor allem, wenn ich jetzt wieder so viel streame auf YouTube, ne? Oh. Oder zweimal den 50 gewinnt, ist frech. Scheiße, ich hätte nicht erwartet, dass sie ihn so spielt, sondern eher ein bisschen schärfer. Mann, ich wusste jetzt nicht, ob mein Mate drauf geht. Er ist komisch nach vorne gefahren. Na, schade. Wird open? Nee. Ach, geht eh schon. Moin. Fabian, was geht? Digga, warum guckst du meinen YouTube-Stream während der Arbeitszeit? Hilfe. Denise kriegt noch Kündigung wegen mir. Habe ich schon mal gemacht, neulich, meine ich. Meister, jetzt pass nach vorne. Okay, jetzt war ich wieder zu greedy. Aber hätte er den hinbekommen, hätte ich eine gute Position gehabt. Oh, Digga, das ist ja so eine Scheiße für mich.
Ah, ihr fickt mich alle. Der war zu feste, oder? Ja. Slightly. Schade. Dass man von da überhaupt zu feste schießen kann, ne? Da gammel ich immer rum, würde jetzt auf TikTok hängen, aber da kann ich ja hier auch chillen. Ja, aber TikTok ist so interessanter für dich. Mein Tag war ganz gut, nur meine Stimme ist halt wegen gestern auch ziemlich im Arsch, Mann. Aber an sich habe ich Spaß und alles gut, Mann. Und bei dir so? Wie war dein Arbeitstag? Oh, mein Mate ist aber auch richtig cool irgendwie. Wie gerne mit dem. Mit dem Schoko-Baguette. Besser schießen können. Nein! Ich war mir safe, dass ich noch dran komme mit dem Flip. Das war so fail. Oh Gott. Ah, ich hatte keinen Flip mehr, weil ich so früh springen musste. Ja, war aber auch goofy von mir. Mann, ey. Ein Bump hier, der andere Bump da. Voll aus dem Konzept gebracht. Nice. Morgen langes Wochenende, was hast du so geplant? Pff, gar nichts. Stream halt. Auch ein Tor für mich. Alter, ich wusste gar nicht, dass wir die so rasieren. Was hast du denn so geplant? Oder generell, ihr alle, haut mal raus. Was sind bei euch für Sachen geplant? Boah, ich hab ein bisschen zu wenig Gas gegeben. Oh, er macht mich nervös. Mit seiner Fake-Challenge. Shit. Ach, mein Fehler. Sorry, Bro. Digga, Monate Forest suchten, so cursed. Malle Urlaub, das ist wild. Nice, schöne Runde, Mann. Digga, ich bin anscheinend nicht Deutsch, Mann. Ich war noch nie in meinem Leben auf Mallorca. Es ist irgendwie an mir vorbeigezogen. Digga, was ist mit meinen Kickoffs in letzter Zeit? Schade. Ich wollte eigentlich nur den Booster haben. Ach komm. Was denn?
Boss, Junge. Digga, warum nehme ich diese Bälle immer so scheiße an? Also wirklich. Wenn ich beim Kickoff den Ball genau auf mich kriege, dann bin ich der größte Idiot. Wirklich, der allergrößte Idiot, den es gibt, Mann. Ich weiß nicht warum, aber das ist mein Nemesis. Wenn so geht auch. Oh Gott, Junge. Nice try. Ich bin so kacke. Ja, 30 Tage sind echt nicht so viel, Mann. Schade. Digga, wo kam denn der andere da noch her? Alter, chill doch mal! Was zum Fick machen die da und warum bumpen die nur rein? Was ist das jetzt schon wieder für eine Low-Elo hier? Sehr einfach durchge... Junge! Oh, Digga. Chill doch mal. Bin erst jetzt verhaut, ne? Das war so knapp. Yo, Max, da was geht. Ja, war ehrlich knapp, wa? Komm schon. Digga, wieso faked der alle mit dem Flip-Reset auf mich? Junge. Ja, der Schuss war es nicht, Mann. Aber ich wusste auch nicht, also ich musste halt schnell drauf, weil ansonsten wäre der Gegner wieder drauf. Aber ich wusste auch nicht, wo der jetzt genau hinkommt, Mann. Ach, ein bisschen mit Randoms zocken. Die Klasse hat so gesagt, aber wirklich. Rock Bottom. Ja, wieso kommt der jetzt genau so runter? Der Schuss, Junge, kill mich doch nicht so. Schieß doch vernünftig. Junge, was Flip resettet der so an Bass rum? Ey, Digga, da war mir das Game eben 10-mal lieber, als auf dieser Bums-Elo. Ach, Digga, danke.
Imagine, ich darf einmal an die Wand. Nein, sogar mein Mate sagt nein. Der spielt so eine Scheiße. Ja komm, ab ins eigene Tor. Ach, Bro. Digga, verpiss dich doch mal. Chill. Oh Mann, Alter, wenn sie dann immer auf einmal auf alles draufgehen, was rollt. Im Moment noch unranked, aber meine Peak ist GC1. Digga, was geht denn auf meinem Discord ab? Hat mir einer von euch geschrieben? Ja, wieso habe ich da so viele Nachrichten? Oh, Leute. Was geht da ab mit dem Kickoff, Digga? Ja, jetzt mal ohne Witz, Mann. Die Frage habe ich dir eben schon beantwortet. Brauchst du nochmal, oder... Und warum sind meine Setups immer so schmutz an der Stelle, ey? Machen die. Also wirklich eben das mit dem anderen GC, das Match, das war ja noch ganz geil. Ja, danke, Digga. Er zieht mir damit den ganzen Booster. Der geht besser drauf. Och nee. Muss gar nicht so alles reinchasen. Och ja. Eigene Mate erstmal schön gebombt, ey. Alles gut. War ja nur eine Frage. Ich wusste nicht, ob es ein Pass wird, deswegen bin ich einfach mal hochgesprungen, aber das war gar nichts. Digga, ich hab doch den Ball auf dem Dach, Junge, verpiss dich, Mann. Was ist denn los mit denen? Das ist doch auch kein Dia oder sonst was, das ist einfach nur Schmutz. Er spawnt neu und haut's einfach weg. Ja, komm, mach ich jetzt auch hier. Da komm ich sogar nicht mal mehr dran, Mann. Ja, wirklich, wie willst du denn da irgendwas machen? Mit so einem Mate. Hey, Digga, er beruhigt sich auch wirklich nicht, ne? Er hat die beschissenste Position, aber er muss einfach drauf. Ich spiel mit Randoms, ja. Ja, Raffi ist halt schon echt ein Believer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Alter, das ist... Ey, ich schwöre, das ist einer der schlechtesten Mates, die ich jemals in meinem Leben hatte. For real. Ja, Cousy, Alter. Ich will das nicht mehr. Beibringen ist irgendwie nicht so einfach. Kann dir höchstens ein paar Tipps geben. Digga, er verwirrt mich ja wirklich so unendlich, ne? Jetzt hat er mir einen ganzen Boost geklaut. Ach, Digga. Weißt du, das Ding ist halt, es kommt immer darauf an, was genau du lernen willst. Also, Tipps kann ich dir geben, was du machen solltest, um am besten hochzuranken, aber... Oh, ich dachte, er trifft, schade. Ich dachte, ich muss danken. Der Wizard fliegt hier. Boah.
Das war ein schöner Pretend. An sich. Junge, geh doch drauf. Nee, kein Bock. Ach, Bruder. Ich so eine Scheiße immer. Na komm, Bruder. Ja, Densus, die Sucht kickt rein, wa? Geht mir aber nicht anders, um ehrlich zu sein. Ich bin im Moment so krank viel am Stream, ne? Also, wie konnte ich den 50 so verlieren, hä? Da kommt der Mate nochmal rein. Ach, Junge, warum chaset sich hier jeder? Ja, ich bin süchtig nach dem Hustle, Mann. Doch klar. Digga, was willst du da? Da ist doch nicht mal Boost und sonst was. Er steht halt einfach nur einfach so eiskalt komplett meine Position und fuck komplett ab, Alter. Ey, es macht ja so keinen Sinn, Mann. Was geht in seiner Birne ab? Oh, komm, ich mach's jetzt aus. Mir scheißegal. Wäre wirklich scheißegal. Ich hasse solche Scheiß-Chaser. Oh, egal, ob wir dann verlieren oder nicht. Digga, und dann Psycho, der so ein Ding da raus, ne? So weird. So, jetzt muss ich aber kurz erstmal Discord ab. Momente. Bis Freitag Bewerbung, ja. Ich hab noch Alk, ja. Ich hab noch eine ganze Flasche. Die wird wahrscheinlich auch heute geused. Ach, Digga. Da habe ich mir leider zu weit vorgelegt. Oh Mann. Ich habe keinen Flochmann, ne?
Ach scheiße, ich dachte ich nehme es schon so leicht mit meinem Sprung an. Leider die Annahme verkeckt. Kein Ding. Oh Gott, ich spring schon wieder viel zu falsch. Ich bin nicht gedoppelsprungt oder wie man das nennt, Mann. Ja, seine Pässe sind kind of tough, Mann. Ach, Leute. Ups, jetzt habe ich... Ich dachte, ich hätte einen 100er Boost drin. My bad. Ach Digga, der eine fliegt mir einfach aufs Dach, Mann. Ich auch mal so viel Platz haben wie er. Digga! Ach, Mann. Sah echt so aus, als ob ich noch eine Chance hätte. Ach, Digga, er hat's gemisst, nice. Ich bin nicht ranked, ne. Das ist einfach nur unranked. Ranked wäre so viel mehr goofy, Mann. Hä? Was war denn das für ein Touch? Macht keiner irgendwas, hä? Junge muss doch noch arbeiten. Diese Frau, ey. Ey, Bro, ne? Er chased rein, um dann daneben zu fahren. Das kannst du nicht ernst meinen. Och Mann, warum chased ihr denn immer mich, Alter? Ohne Witz, Mann. Es kann doch einfach mal alles cool sein. Junge. Hatte ich keinen Boost mehr, aber warum denn immer bei mir, ey? Kann die nicht mal chillen? Ich lass die doch auch in Ruhe mit ihrem Scheiß. Ach so, jetzt ist er sauer, weil er gemisst hat, oder was? Also. Ach, Digga, scheiß einfach drauf, wie mich sowas ankotzt, Mann. Dran, was soll ich machen, Mann? Ach, Junge, ey.
immer so chasen müssen. Alter Bro, ne? Ganz ehrlich. Das kann's nicht sein. Das kann's ernsthaft nicht sein. Also heute wirklich ganz wilde Nummer mit denen. Ach, Leute. Was ist denn heute los, Mann? Heute echt nur Chaser unterwegs, oder was? Okay. Warum bammt der? Schade. Ach man, bitte. Ich komme damit heute echt nicht klar. Diesen Chase Lords, Alter. Digga, er hat die ganze Zeit den Ball und geisteskrank viel Platz. Mann, ey. Och Mann, ey, dieser Keck. Wirklich, ey. Oh, komm schon, Mann. Der Pfosten. Ja, was? Was geht da ab, Alter? Ohne Witz. Okay. Kurz mal wieder runterkommen. Was machst du im Tor? Junge! Was ist seine Mission? Was ist sie da? Ohne Witz. Wollt er safen oder was? Das ist nie bei den Randoms, was? Moin, Stöni, was geht? Oh, scheiße. Hätte ich den zweiten Touch gebraucht. Alter, nee, was ich für Mates krieg, das ist jenseits von Gut und Böse. Guckt euch das an. Also wirklich, Mann. Das ist casual. Wenn das ranked wäre, dann guten Nacht, Mann. Ich die ganzen Leute 10-mal durchreporten.
Ach komm schon, Mann. Hey, ich wollte nicht pogon. Hilfe. Aus Versehen noch die Airroll gedrückt. Ganz, mir ist kurz schwarz vor Augen geworden. Was macht der denn da, Junge? Der war es nicht. Ja. Ach, Digga. Weiß ich nicht, Bruder. Er hätte ja nicht mal drauf gehen müssen, so. Ach, Mann, ey. Ja klar, schick mir eine Anfrage. Öler Twitch. Blend's oben rechts ein, kannst du kurz Pause machen, wenn du brauchst. Ach Digga, bei mir geht gar nichts ab, Stöhne. Irgendwie hier so ein bisschen mit Losties rumspielen. Mich wieder aufregen. Ey, ich will nicht nochmal mit dem spielen, bitte. Komm, Internet, kack rein. Ich hab gar nicht gesehen, dass er auch nochmal spielen wollte. Bitte nicht. Bot. Bot ist besser, Bot ist ehrlich besser, geil. Komm, Kahn, zieh durch, zieh ab. Schade. Was mache ich denn da? Ich wollte eigentlich Dingensen Fast Aerialen. Aber meine Dead Zone hat gesagt, nein, Sir. Oben rechts, Öler Twitch. Dann wieder so einer, der alles geht. Nix hittet. Digga, no boost, man. Schade. Ich nehm's sofort an. Schade, ich dachte, er geht vielleicht doch loser. Das hat fast für ein Fake gereicht. Ach, Digga. Ey. Ich wollte ihm jetzt extra mal den Boost lassen. Einmal nett sein, ne? Ey, wie hat er denn da noch die Demo bekommen? Doch, offensichtlich über ihn gesprungen. Na, was macht man damit?
Das Problem ist, wenn ich die ganze Zeit mit solchen Leuten spiele, dann werde ich halt selber auch so. Digga, geh doch drauf, bitte. Wirklich respektlos. Weiß aber auch immer nicht, was ich in diesen Games machen soll. Weil die Leute halt mich immer runterchasen, wenn ich mal einen Ball hab. Beispiel A. Und wenn ich nicht den Ball hab, dann weiß ich nicht, wo ich stehen soll, weil die nur Shit machen. Ich meine, es macht halt gar keinen Sinn, was sie meistens da machen. Warum geht er da nochmal drauf? Lass mir doch einfach mal meinen Ball. Digga, wieso? Wieso kriege ich eine Demo rein? Mann. Oh, Junge. Katastrophe. Gott sei Dank ist der nicht reingegangen. Huh? Ja, Digga, was soll ich machen? Null Boost. Ach, Junge, keine Ahnung, Mann. Ja. Gut, dann hoffe ich, kann ich jetzt mal ein bisschen besser spielen. Na gut, ich gehe nicht davon aus, dass jemand Bronze ist. Keine Sorge. Ich habe schon mal gegen dich gespielt und ich saß 5 Minuten da rum, weil du nicht einen Ball auf mein Tor gebracht hast. Wäre jetzt gerade nicht so drin. Ach Digga, da wird doch eh wieder nix. Sorry. Ja, echt schlechtes Setup von mir. Da drauf, ne? Und der Bump hat gefetzt. Ja, wir haben vorgestern einen Freestyle-Battle gemacht und du hast keinen einzigen Ball Richtung Tor gebracht. Schon vergessen? Anscheinend schon. Perspektive. Ich glaube vorgestern, ich weiß es nicht. Bei mir steht, Finn Adler hat abonniert vor 2 Tagen, also muss vorgestern gewesen sein. Ein bisschen Position-Probleme hier gerade. Komm schon. Nee, kein Rematch, sorry, Mann.
Ich bezweifle das, Bro. Du konntest nicht mal air dribbeln. Ich glaube nicht, dass du in 2 Tagen Double Resets gelernt hast. Aber wie gesagt, ich mache kein Freestyle Battle. Nein, ich hab dich nicht verwechselt, Mann. Außerdem, dadurch, dass du mir direkt wieder entfolgt hast, bin ich da eh nicht so, hab ich da keinen Bock drauf. Ich versuche hier Leute zu finden, die halt auch länger da sind als 5 Minuten für ein Match, in dem sie dann 5 Minuten komplettere Scheiße raushauen. Und entweder du checkst jetzt mein Nein oder ich hau dir einen Benny rein. Ja, Digga, du weißt schon, dass ich das Link sehe, wer abonniert und wer nicht. Ja, du hast gerade wieder abonniert. Ach. Wie gesagt, reicht jetzt, ja. Ich verwechsel dich ganz sicher nicht, Mann. Du hast gesagt... Oh, sorry. My bad. Du hast gesagt, du bist Platin 2 Freestyler und genauso sah es auch aus. Ja, aber mein Fail, sorry. Naja, nicht wirklich. Ich hatte keinen Boost. Ich hätte eh keinen guten Schuss machen können. Ich weiß nicht, was für ein Film du fährst, aber ja, du hast ab und zu einen Reset getroffen und den 50 Meter neben dem Tor an die Wand geklatscht. Das hat mit Resetten nichts zu tun. Also ein Reset halt zu hitten und ein Tor zu hitten sind zwei Unterschiede. Das nennt man nicht, dazu sagt man nicht, ich kann Flip Reset. Bottleflips kannst du hintereinander. Ich würde mal sagen, 2. Mit einer Menge Training und Vorbereitung. Ja, deswegen, weil du sie hitten konntest, habe ich irgendwie 6:1 gewonnen und das eine Mal war, weil du versucht hast, mich zu demoen in einem Freestyle-Battle. Ach Junge, ey, warum willst du denn so diskutieren, Mann? Na Mel, du warst doch sogar dabei, oder nicht? Er wollte danach doch auch Freestyle-Battle gegen dich machen. Oder spinne ich jetzt? Vielleicht verwechsel ich ihn ja wirklich. Ich glaub zwar nicht, aber... Können die nicht treffen, wenn sie drauf gehen? Oh, sorry. Der sollte nicht so krass kommen. Mein Bier. Oh, ein Baum.
Neues Pass. Nichts mehr machen, oder? Oh doch, hätte ich. Sorry. Ja gut, ihr wisst alle, dass ich nett bin. Es geht ja nicht darum zu sagen, du bist schlecht. Darum geht's halt null. Aber ich sehe halt nicht den Sinn in einem Freestyle-Battle, wo ich 5 Minuten im Tor rumstehe. Also das ist halt, da habe ich halt keinen Bock drauf. Und das ist ja auch das Einzige, was ich gesagt habe. Komm. Was denn für ein Abpraller gewesen, Mann, Hilfe. Nichts wird. Sehr schön. Nein, du hast keinen einzigen Double Reset getroffen. Also, du hast mit Ach und Krach, glaube ich, 2 normale getroffen, die dann, keine Ahnung, irgendwo in die Ecke geflogen sind. Also, sorry, aber ich sag nur so, wie es ist. Ich sag ja nicht, dass ich unbedingt selber so viel besser im Freestylen wäre. I don't know, ist halt nicht so mein Ding, aber ich erzähle auch nirgends, warum ich Freestyler bin. Wieso springt er denn nicht für den Baum? Och Mann. Thema war fertig, bevor es angefangen hat, Mann. Digga, warum hatte ich da gerade so einen kurzen Lag? Was denn die Scheiße? Mann, lass mir doch den Boost. Ah, my bad. Ich hab dann da echt dumm in der Ecke gespielt. Aber wenn ich so viel rede, spiele ich auch scheiße. Sorry. Ach, Junge.
Egal, wo kam er denn dann her? Oh. Scheiße, sorry. Kommst du denn da an? Mann, warum müsst ihr mich immer so nerven, wenn ich einmal an die Wand will, ne? Oh, Jesus, Mann. Die sollen mal ihre Eier chillen, bitte. Schneller schon war. Ach Mann, ey. Ja, denk schon. Warum kommt er jetzt genauso hoch wieder? Ach, der kommt ein bisschen gerade. Mann. Nö, ich fand Ark damals irgendwie, weiß nicht, das ist irgendwie so aus dem Boden geschossen, wo diese ganzen Survival-Games aus dem Boden geschossen sind und irgendwie hat das bei mir irgendwie nie geklappt. Weißt du so, ich weiß, eher Sons, hier, nee, wie heißt es, The Forest oder sowas, I don't know. Ich hätte nicht über die Ecke gehen sollen, das war dumm. Digga, da, also da, das war das Freche, Alter. Ja, normale, ne? Aber ich fand Ark eigentlich ganz cool hier so mit den Dinosauriern. Das macht bestimmt fett Bock. Aber ich hab's irgendwie dann nie gespielt. Ich war damals mehr so DayZ unterwegs und so ein Scheiß, you know?
hatten immer so, was Freundesgruppe angeht, so 3-4 Games, die wir gezockt haben. Und die wollten nie was Neues ausprobieren. Wie ist Ark heutzutage noch? Ist das so wie früher oder haben die da 4 Neues reingemacht? So. Kann ich mal versuchen, mich mal ein bisschen anzustrengen. Der Talk eben, der hat mich so rausgebracht, bin ich euch ehrlich, Mann. Und manchmal sind die Streams hier auf YouTube auch so eine kleine Psychose, bin ich euch ehrlich. Manchmal ein bisschen wild. Jetzt ist das ja schon ein bisschen älter. Wann kam das raus? 2015 oder so? Ist ja jetzt auch schon ganz schön in die Jahre gekommen, mein Bester. Und ich habe in letzter Zeit immer mehr Leute gesehen, die es halt gezockt haben. Da frage ich mich, ob es da irgendwie krassen Content gibt jetzt neu oder... Nice. Es ist echt ganz cool, wenn so ein... jetzt muss ich kurz die Fresse halten, ansonsten mache ich wieder Scheiße. Wenn so ein Game dann noch so lang supported wird. Mein Gott. Digga, ja, guckst du dir da einfach zurück. Hab ich auch noch nicht gesehen. Secret Technik. Bitte. Ich will mal hier hinten aus dieser Ecke raus. Gott sei Dank. Digga, was machen die denn da? Noch gesprungen, aber das sollte er nicht haben, oder? Perfekt. Scheiße. Aber ist das schon angekündigt? Ja, Minecraft ist halt ein anderes Ding, ne? Bei keinem Game machen die so viel Content immer noch. Neu. Bumpen oder hat er mich gebumpt? Was ist da passiert? Digga, wo kommt der denn immer noch her? Ah,
Natürlich steht er auch wieder perfekt da. Digga, das kann nicht sein. Kann ernsthaft nicht sein. Ach, Junge. An jeder Ecke. Mann, Alter, ich habe keinen Bock, dem als auszuweichen. Hier, bitte. Der Sackratte. Hilfe, ey. Überall soll es nur gedemmt werden und alles. Mann, no chill. Ach, Digga. Kannst du ja mal probieren, gell? Quatsch, ey. Oh Mann. Ja, er hat's direkt weggehauen. Talk mit jemandem aus dem Chat. Manuel, Junge. Geile echte Maschine. Ich sehe, bei den kracht's aber gewaltig, Mann. Nee, nicht Randoms. Ich spiele mit jemandem aus dem Chat gegen Randoms. Sehr gewaltig gut. Hilf. Nicht wirklich random. Random sind für mich die Leute, die, wenn ich jetzt Solo-Queue, Duos mache. Warum spielen wir gegen zwei Bots? Ich bin verwirrt. Ah, okay. Wer zu mir wieder zurückspielt, Mann.
Oh man. Was hier für komische Runden, ey. Was für eine Elo. Ich habe keine Ahnung, was 1300 in Unranked ist. Ja, 3? Oder so ein Scheiß, ich weiß gar nicht mehr. Es war doch immer so, dass es niedriger war als in Ranked, oder nicht? Oder war es andersrum, war es höher als in Ranked? Aber der Schuss war es echt nicht, Mann. Echt nie gedacht, dass ich nochmal Unranked lower spiele, als ich ohnehin schon auf dem Account habe, Mann. Aber das macht ja wirklich gar keinen Sinn, was hier passiert. Bin ich mal ehrlich, ey. Das ist ja absolute Scheiße. Das ist kein GC. Nein, 1300 ist doch, glaube ich, kein GC in Unranked, oder? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Wenn das GC ist, dann war ich Season 9 SSL 15, Mann. Die einzigen GCs, gegen die ich spiele, spiele ich, wenn ich mit Dog spiele, Mann. Ah, Junge. Ja, klassisches GC-Gameplay, Alter. Ach, Bruder, dann habe ich aber echt böse gemisst da. Ranked ist 1300 M... Nein! 1300 ist, ist C3. 1315 ist C3. Was labert ihr denn alle? In 1v1 ist vielleicht 1300 GC, aber in Duos nicht. Ja, ja, in 1. Kannst du sowieso nicht zählen. Unranked ist man immer ein, zwei Ränge höher. Nee. Ich bin 4 Ränge niedriger. Hey Mann, was ist das hier alles? Was ist das alles für eine Psychose hier mit euch?
Na, ja, 13, 15. Mein 1200 C2 und C1 irgendwas 1000. Weiß nicht, ist es 1000 oder 1100 irgendwas? 1105 oder so. Aber wen juckt schon das C1 MMR, Junge? Den Scheiß. Ich habe auch schon so lange nicht mehr mit Buckles Mod irgendwas gemacht. Hier, grüß dich. Also ich würde nicht mal schätzen. Ich würde sagen, das ist unranked Dia 1, Dia 2 oder so. I don't know, man. Unranked hat eigenes MMR, ja. Nee, das liegt daran, weil die Hälfte aller Bronzespieler SSL ist, man. Also der Bronze-Run existiert nicht. Das ist Quatsch. Niemand ist so schlecht. Da hängen diese ganzen, keine Ahnung, gelangweilten SSLs rum und bashen sich. Digga, wieso ist der so komisch abgeprallt? Ob der genau da auf die Rundung wieder geflogen ist. Och Mann, ey. Ach, was für eine Psychose diese Matches sind, ey. Also wenn ich danach wieder wie, keine Ahnung, Platin spiele, dann brauche ich mich auch nicht wundern. Was ist da gerade passiert, in dem Moment, als ich die Ballkamera aus hatte? Was ist da passiert? Oh Mann. Sah das witzig aus. Bruder. Junge, ich read auch heute alles für den Arsch. Wie schon live. Erst anderthalb Stunden, fühlt sich schon wieder an wie drei, Alter. Wieso ist er so weit von der Wand weg, Mann? Das muss doch nicht sein.
Ach komm, Digga, was bin ich für ein Otto heute? Einfach die Latte gepult. Ja, ganz wilde Runden, Mann. Ja, wirklich eine ganz wilde Erfahrung. Junge. I don't know. Mann, ich hab Hunger, ich habe heute noch nichts gegessen. Nervt mich ein wenig. Hunger aber wirklich, Mann. Richtig Hunger. Lasagne Kochstream. Ja, das wäre doch mal eine Idee mit der Lasagne, wa? Er fährt einfach normal zum Ball hin. Oh Gott. Okay. Ist ja ultra langsam. War nicht der beste Ball, sorry. Ja, schon. Also ich habe jetzt leider nicht mehr die technische Ausrüstung dafür, aber ich hatte die auch noch nie so richtig. Oh nö, ich stehe so scheiße. Alter, hat er mich gefaked. Ach, Digga, was ist das hier? Ich schwöre, dass ich kurz die Ballkamera aus Versehen aus hatte. Hat mich echt gebumst, Mann. Ne, Densos hatte mir ihr iPad geliehen, was sie jetzt aber nicht mehr hat. Dafür.
Höchster Rang war IGC1. 1500 und ein paar Gequetschte waren es, glaube ich. Einfach die Küche in Brand setzen, aber wirklich, Mann. Danke, Meister. Och, Digi, warum bin ich so müde, ey? Aber ich wollte jetzt die Tage mal wieder mit Dog ranken. Wenn Mojix mal wieder da ist, werde ich mit dem auch nochmal ranken. Dass ich mal wenigstens wieder C3 spiele und dann mich mal wieder an die alte Pik rantrauen kann, ne? Das wäre so awesome, wenn der jetzt reingegangen wäre. Das war zwar kein Kuxier, weil ich ihn nicht mal geflippt habe, aber dass der überhaupt so geflogen ist, schon ein kleines Wunder. So. Hab ich ein Eigentor? Jawohl! Das ist das erste heute! Ja, ich war ein bisschen Panik, Mann, weil ich den falsch gereadet habe. Der Saturn macht mich müde. Oh ja. Na, da haben wir es doch aber wieder raus. Es ist niemals passiert. Ach, Digga. Muss mich mal wieder dran gewöhnen. Ich spiele jetzt mal ein bisschen schneller. Ich muss es ja machen fürs Training. Dann verkacke ich immer alles. Aber schlimmer als das Eigentor kann es nicht sein, I guess. Da prallt er völlig falsch für mich. Was passiert da?
Das war ein Lowy-Ball. Aber für das cursed Setup war es eigentlich gar nicht so schlecht. Ach Digga, das ist, ob er genau da lang fährt, ey. Ach nö, nicht mit dir, Affe. Och nö. Er hat aber auch wirklich so hart dafür eingelenkt, Mann. Ah, oh, Alberto, so ein King mit dem Eigentor. Warum hat er das gemacht? Also wirklich. Das war's ja komplett. Digga, normalerweise fakest du manchmal Leute damit, wenn du den Ball einfach nicht annimmst, er steht trotzdem da. Junge, so macht doch keinen Sinn. Nee. Noch nicht. Ach, Schalke, Digga, Schalke, kann mich mal ein bisschen am Arsch lecken, bin ich dir ehrlich. Jupp, das Interstellar. Thank you.
Nee, tatsächlich bin ich nicht so into Fußball, deswegen. Ist nur witzig, sich über Schalke lustig zu machen. Keine Ahnung warum. Muss er einfach. Digga, wenn du dich Ground Freestyler nennst und's richtig kannst, das ist das Geilste, was es gibt, Mann. Nix, was du in der Luft machen kannst, ist so cool wie Ground Freestyle. Meiner Meinung nach. Der Wichser. Ich wollte eigentlich mit ihm zusammenschießen und ja, er kam nicht. Okay. Was kannst du denn bei Ground Freestyle? Hatte ich nicht. Ja, Digga, natürlich seid ihr jetzt wieder alle krasse Boden-Freestyler, was auch sonst. Also Wave Dash Flick ist, glaube ich, so das, was basic ist am Ground Freestyle. Dann gibt es noch 180 Wave Dash und keine Ahnung. Dribbling mit Chain Wave Dash und so ein Scheiß und was es da noch alles gibt. Ist halt ein Witz von der Schwierigkeit her gegen Air Freestyle. Du hast ja gesagt, du kannst es ein wenig und wenn du halt das Einfachste sagst, ist schwierig, dann... Was meinst du denn dann halt mit Ground Freestyle? Also jetzt ein Dribbling zu machen, ist halt kein Ground Freestyle. Digga, die fucken so ab, ne? In jeder Situation, wo ich mal eine Millisekunde am Ball bin, werde ich direkt wegrasiert, Mann. Eine Zeit lang 180s geübt, Mann. Ist aber so eine. Es fühlt sich so falsch an, wenn du es nicht kannst, diese Mechanik zu probieren. Ups, das war mein Fehler.
kein Power Slide gedrückt. DK hat's mich weggehauen. Junge, zack. Oh Mann. Oh, los. Ey, Junge, was wollt ihr von mir, dieses Game, hä? Digga, ich hab nicht mal mehr als einen Touch am Ball, egal wo ich hinfahre. Das ist bodenlos. Ja, gut. Ey, Mann. Psychose hier. Meinst du denn mit Masti auf Boden? Also ich weiß, dass du gerade rollst, aber Masti auf Boden klingt irgendwie so, als ob es das wirklich gibt. Weil ich kann es mir gerade nicht erklären, was du meinst. Oder meinst du halt einfach den Sprung Masti? So. Ja, ich dachte jetzt irgendwie so. Ja, nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich dachte, aber Ground to Ground Master macht ja schon Sinn. Klein. Digga, und er schafft es trotzdem noch, mich am Hinterrad zu catchen, ne? So viel Hass. Ich hasse den Typen. Ich hasse ihn. Das ist nicht mehr normal. Ja. Moin. Ich glaube aber, das ist meine letzte Runde für heute in dem Stream.
Rocket bockt mich gerade nicht mehr so geisteskrank. Ich kann theoretisch breezyen, aber nicht consistent. Ich habe halt immer Breezy gelernt, weil ich dachte, das ist cooler als Musty. Aber ich glaube, wenn du Breezy eigentlich ganz gut beherrschst, dann kannst du auch Ground Musty. Ja, ich dachte, er hat ein Reset, Mann. Was macht er? Ach, das war der Reset. Ja gut, gute Nacht, Alter. Dann gute Besserung an der Stelle. Hey, Digga. Wirklich, ne? Einmal irgendeine Mechanik machen, da kommen die auf einmal an und drehen komplett am Rad, ne? Raffi stellt die richtigen Fragen. Doch man, ich penne irgendwie. Das ist aber scheiße für das, was ich vorhatte. Ich hätte einfach auf den Reset gehen sollen. Raffi, du fragst mich Sachen, die machen mich wirklich fertig. Muss ich erstmal drüber nachdenken. Also an sich ist mir das eigentlich egal, was so politisch mäßig da abgeht. Aber ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Ich bin sowieso nicht so Kanye Enjoyer, von daher hatte ich das Problem noch nie. Digga,
Also wirklich, der. Ey, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir, jetzt spiele ich ein anderes Game. Kleine, miese Drecksau, Alter. Dieses Game, Mann. Es bricht mich komplett. Oh, Digga. Keine Kraft mehr für Rocket. Danke für die Runden auf jeden Fall, aber. Das Spiel macht mich fertig. Ich muss jetzt erstmal was essen gehen. Und wir sehen uns dann so in einer Stunde auf Twitch wieder, Leute. Wenn ihr Bock habt, kommt einfach vorbei. Ansonsten morgen wieder auf YouTube. Jo, also bis denn, ne? War ein schöner Stream. Wenn ihr noch nicht geliked habt, lasst ein Like da. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, meine ich, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und ansonsten, tschö, bis morgen.